Moin moin und ganz herzlich willkommen zurück zum Tutorial für KSP 1. Mittlerweile 7. Es gab ein Update und heute gibt es eine kleine Spezialfolge. Als erstes werden wir ein paar Fragen klären, die ihr so in den bisherigen Folgen in den Kommentaren gestellt habt. Da habe ich mir ein paar rausgesucht, die oft kamen und die auch wirklich mal klärenswert sind. Dann werden wir einen kleinen Ausflug in die Neuerungen der 1.7er Version machen und danach bauen wir unsere Rakete heute, um dann auch mal das Docking zu erlernen. Wir haben da nämlich ein bisschen was aufzuräumen und ab jetzt findet das Tutorial auch in der Version 1.7 von KSP statt. Eine Frage, die auch immer wieder kam in den Kommentaren, sind die Advanced Tweakables. Also dieses, wie kannst du denn dieses Auto-Verstrebungsding machen? Und ich habe das in der allerersten Tutorial-Folge gezeigt, allerdings relativ am Anfang. Und ich glaube, dass einfach einige drüber geskippt haben. Deshalb will ich dieses relativ elementare Element nochmal zeigen, wie ihr das findet. Und zwar könnt ihr im Spiel einfach Escape drücken und in die Einstellungen gehen. Genauso könnt ihr aber auch vom Hauptmenü aus in die Einstellungen. Ich gehe jetzt einfach mal von hier hin rein. Und wenn ihr ein bisschen runterscrollt, dann kommt ihr irgendwann zu dem wunderschönen Punkt Gameplay. Also hier ist der drin. Dort gibt es die fortgeschrittenen Anpassungsmöglichkeiten. Wenn ihr auf Englisch spielt, sind das die Advanced Tweakables. Die müsst ihr einschalten. Und eine schöne Sache, die es mittlerweile auch noch gibt, und die schalten wir jetzt gleich mal mit ein, ist die erweiterte Schubanzeige, die uns dann in den entsprechenden Overlays, wenn wir unterwegs sind, ein bisschen besser zeigt, wann wir für das Manöver eigentlich brennen sollen. Deshalb mache ich die jetzt auch mal mit an. Das Ganze dann einfach übernehmen und voilà, habt ihr eben auch die Autoverstrebungsmöglichkeit, sobald ihr die Verstrebungsstreben freigeschaltet habt. So, übernehmen das einmal, wir nehmen das einmal an und siehe da, es ist eingeschaltet. Das war's schon. Ebenfalls relativ oft gefragt wurden eine ganze Gruppe von Sachen, die ich am besten, glaube ich, hier im Assembly Building zeigen kann, also in der Fahrzeughalle. Und zwar, ich fange einfach mal mit einem Probe Core an, um den geht es aber gar nicht, sondern es geht um zum Beispiel Reaktionsräder. Die findet ihr in der Kategorie Führen und Steuern. Da gab es die Frage, was macht denn das kleine lineare Reaktionsrad oder der verbesserte Linearstabilisator? Die machen prinzipiell eine relativ gleiche Sache in unterschiedlicher Stärke. Wenn ihr mit rechts draufklickt, seht ihr, die geben einen Neigungs-, einen Gierungs- und einen Rolldrehmoment und das große Ding gibt davon einfach mehr. Wenn ihr mal gucken wollt, was das eigentlich ist, bevor ich es jetzt nochmal erkläre auch gleich, sowas habt ihr auch in den Kapseln mit drin, die geben das auch, aber zum Beispiel sehr frühe Probe Cores, na, jetzt bleibt mal angeschaltet, geben euch das eben nicht. Also die Duktischnik und der Okto hat es dann, glaube ich, schon. Ja, aber halt nur ganz, ganz wenig. Und was das ist, sind im Prinzip sogenannte Reaktionsräder. Man kennt es vielleicht auch unter. Also, was macht ein Reaktionsrad? Ein Reaktionsrad ist im Prinzip ein kleiner Motor mit einer Schwungmasse. So. Und der nutzt im Weltall die Möglichkeit, anhand der Gesetze der Krafterhaltung das Raumschiff drehen zu lassen. Genau. Also es ändert im Prinzip seine Drehzahl von dieser Schwungmasse, wodurch dann der Satellit eine gegenseitige Drehung übernimmt. Also das gibt es in der Raumfahrt wirklich. Es ist in KSP mittelgut dargestellt, sagen wir es mal so. Weil die Dinger irgendwann auch gesättigt sind, das ist aber ein ganz anderes Thema. Und sie funktionieren halt auch sehr, sehr gut in der Atmosphäre. Also im Prinzip sorgen diese Teile dann dafür, also wenn ihr jetzt sagt, hier, ich habe hier den Probodyne Core, mit dem kann ich gar nichts machen, könnt ihr ein Reaktionsrad drunter packen und dann kann dieses Reaktionsrad dafür sorgen, dass ihr dieses Ding mit den WASD und Q und E-Tasten auch wirklich steuern könnt, solange Strom da ist. Lehnt sich, wie gesagt, an diese echten Reaktionsräder an, ist ein bisschen stark vereinfacht dargestellt, aber hey, es ist immerhin ein Spiel. Und wofür das sehr gut hilft, ist, wenn ihr Raketen habt, wo ihr im Weltraum das Gefühl habt, oh, die drehen sich ganz, ganz langsam oder die drehen sich gar nicht, wenn sie nicht unter Schub sind, also ich kann sie nicht ausrichten, dann sind das genau die Bauteile, die ihr unbedingt nachpflegen wollt. Und dann solltet ihr das auch tun. So, was ich auch schon selber angekündigt habe, und das machen wir jetzt mal, ist die sogenannte Aktionsgruppen. Heißt das Aktion? Okay, also Action Groups heißt es auf Englisch. Das bietet sich an für Dinge, die man vielleicht ab und zu mal machen muss. Ich zeige euch mal,
was so eine Action Group eigentlich tut. Mit einer Action Group könnt ihr auf eine Taste Aktionen legen. Dafür müsst ihr irgendwas haben, was eine Aktion machen kann, sinnigerweise. Und ihr geht hier oben auf Aktionen drauf. Und dann habt ihr hier Aktionsgruppen. Ich habe jetzt noch eine relativ eingeschränkte Anzahl. Wenn ihr später upgradet, bekommt ihr hier noch die 1 bis X Taste, die ihr auch noch belegen könnt. Hier gibt es jetzt einfach vorbelegte Tasten, über die man arbeiten kann. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich mache auf die Bremsen-Aktionsgruppe und dann klicke ich das Bauteil an und erhalte halt jetzt beide, weil sie gespiegelt gebaut worden sind, eine Aktion. Zum Beispiel Solarmodul ein- ausblenden oder ausfahren oder nur einfahren. Ich nehme jetzt ein- und ausblenden und kann jetzt euch mal zeigen, was es dann tut. Ich jetzt mal noch schnell, ich mache den mal funktionsfähig, den Probe Core. So, ne? Bester Probe Core ever. So, wenn wir den jetzt rausstellen, dann kann ich jetzt über die Bremse quasi die Aktion hervorrufen. Das heißt, ich kann jetzt hier oben, habe ich ja die Bremsentaste. Und jetzt werden natürlich nicht nur die Bremsen aktiviert, natürlich hat dieser Proco keine Bremsen, sondern es wird eben auch diese Aktion gefeuert. Und genauso funktioniert das auch mit der B-Taste. Ich habe jetzt B gedrückt, weil Brakes, Bremsen, wie auch immer ihr es übersetzen wollt, sind ja auf der B-Taste. Und ich kann jetzt alle Solarpaneele zum Beispiel, die ich markiert habe, mit dieser Aktionsgruppe ein- und ausfahren. Eine ganz tolle Sache, wenn man erstens dran denkt, das könnt ihr nur unten in der Fahrzeughalle machen. Beziehungsweise im Flugzeughangar. Im Weltraum ist es dann zu spät, da geht das nicht mehr. Das heißt, ihr müsst unbedingt daran denken, gerade wenn ihr viele Solarzellen habt, kann es total sinnvoll sein, sonst habt ihr halt immer ziemliches Klickfest, was ihr zu erledigen habt. So, und jetzt gehen wir mit dem ganzen Ding mal zurück in die in den Fahrzeugbau. Was ich euch jetzt zeigen will, und das fand ich eine sehr, sehr gute Frage, sind sogenannte Sub-Assemblies. Ihr habt sicherlich auch schon mal gedacht, so, oh, und ich baue immer wieder eine Rakete und eigentlich, ich fliege jetzt das 7. Mal zum Mond. Warum kann ich denn meine Mondrakete nicht einfach wieder benutzen? Die gute Nachricht ist, doch, das könnt ihr. Und ich zeige euch jetzt mal schnell, wie es funktioniert. Das ist jetzt weder hübsch noch, vielleicht kriegen wir es einen Ticken hübscher hin. Nee, gibt es denn keine kleineren Decoupler? Doch. So. Wir nehmen uns jetzt mal hier eine kleine Rakete und gehen einfach mal davon aus, dass ihr überlegt habt, so Mensch, ich will jetzt zum Mond fliegen und dafür habe ich mir das erste Mal meine tolle Rakete hier konzipiert und möchte jetzt tatsächlich auch mal was gerissen bekommen. Und dafür bauen wir uns einfach erstmal eine ganz normale 0815 Standardrakete. Das geht mit allen Bauteilen, also da müsst ihr euch jetzt keinen Kopf machen, was ich da gerade nehme. Der wichtige Part dabei ist halt einfach, ihr habt ein Standard Assembly, das ihr immer wieder benutzen möchtet. Also das ist jetzt eure zweistufige Rakete, von der ihr wisst, ja, wir reden nicht darüber, wie diese Rakete aussieht, aber es geht um die Funktion, von der ihr wisst, so Mensch, die kann ich ja immer wieder benutzen. Und jetzt gibt es eine tolle Sache, die ihr machen könnt. Ihr könnt hier oben auf diesen fortgeschrittenen Modus aktivieren klicken und dann auf Baugruppen gehen, das grüne Feld. Jetzt habt ihr hier, wie ihr seht, gar keine Baugruppe, aber jetzt könnt ihr eine Rakete nehmen ab einem gewissen Punkt. Es darf nie ab dem Root-Part sein, das ist nicht die Idee der ganzen Geschichte, sondern wir sagen jetzt ab diesem Decoupler, wo unsere Nutzlast ja quasi dran ist, das hier unten ist ja unsere Rakete, nehmen wir diese Baugruppe, also ich habe die jetzt einfach gelöst und klicke auf Abwurfzone. Jetzt kann ich dem ganzen Ding Namen geben, 1A Moon-Rakete. Kann das ganze Ding speichern. Und jetzt ist das ein Sub-Assembly. Und ein Sub-Assembly kann ich jederzeit, wenn ich jetzt hier was gebaut habe, ich habe jetzt eine neue Nutzlast gebaut, also sagen wir mal, das ist jetzt ein total anderer Satellit, weil der hat jetzt noch so ein Ding da dran. Und jetzt sage ich aber, ja, aber der ist gleiche Gewichtskategorie wie mein letzter Flug zum Moon. Dann will ich natürlich jetzt einfach meine Super 1A Moon-Rakete wieder nehmen. Dann klicke ich hier drauf und bekomme halt genau das ganze Assembly, kann das hier wieder anklicken, zack, und ich bin startbereit. Und voila, damit bin ich durch und habe mein Sub-Assembly geschaffen. Das spart langfristig, wenn ihr so standardisierte Raketen bauen wollt, spart das eine Menge Arbeit. Dann könnt ihr halt einmal sagen, ich stecke jetzt sehr viel Zeit darin, mir eine gute Trägerrakete zu bauen und notiere mir halt, wie viel Nutzlast die zum Beispiel in den niedrigen Orbit schafft. Und dann habe ich damit eine gute Möglichkeit, das immer wieder zu benutzen. Ich habe das zum Beispiel genutzt in einer meiner wirklichen Spielserien, wo ich eine große Kolonieflotte rausgeschickt habe. Da habe ich mir halt eine entsprechende Trägerrakete konzipiert und die habe ich dann immer wieder benutzt und unten rangeklickt. Das spart wirklich, wirklich, wirklich eine Menge Zeit. So, soviel zum Thema Action Groups.
So, jetzt aber mal zu den 1.7 Veränderungen. Das Ganze kombinieren wir mit einer Rakete, die wir nutzen werden, um unsere gestrandeten Kerbonauten im Kerbin Orbit zu retten von unserer Minmus-Mission und natürlich ihre gesamten Wissenschaftsdaten, die da noch rumliegen. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal eine relativ Standardrakete und auf dem Flug werde ich euch dann die ganzen Veränderungen von der 1.7 mal erklären und zeigen. Ich werde nicht auf alles eingehen, es gibt ein paar Part-Revamps und es gibt ein paar Sachen, dass die Texturen der Planeten einfach auch schöner aussehen. Das werdet ihr selber zu Gesicht bekommen. Im Großen und Ganzen ändert sich aber hauptsächlich was an der Art und Weise, wie Manöver gemacht werden. Und daher gehe ich natürlich auf die Sachen ganz speziell ein, weil das für euch interessant ist. So, wir brauchen eine Kapsel. Wir brauchen oben drauf auf jeden Fall einen kleinen Docking-Port, damit wir die andere Kapsel andocken und dann in die Atmosphäre schieben können. Das heißt, in der nächsten Folge wird es wohl auch ein bisschen verstärkter um Docking gehen. Achtung, Achtung, Docking-Tutorial. Dann klassisch Heat Shield, Decoupler. Und wir bauen uns einen 400er FLT-Tank ran, kombiniert mit einem Terrier-Triebwerk. Damit haben wir eigentlich schon mal einen ganzen großen Teil von dem, was wir so tun müssen, erledigt. Wenn wir jetzt nämlich sagen, wir stellen unsere Delta-V-Anzeige mal gemütlich auf Orbit um, haben wir schon 2388 Delta-V für unsere Orbitalrakete. Die werden wir versuchen, auch in den Orbit zu bringen in der Form. Wir nehmen jetzt noch zwei Kleinigkeiten mit, und zwar zwei Steuerdüsenblöcke. Das sind übrigens zwei Parts, die ein Revamp erfahren haben. Also wenn ihr euch wundert, die sahen noch vorher anders aus. Das ist korrekt. Die sahen vorher anders aus. Und ich setze jetzt die Blöcke hier einfach oben an die Ecke. Ihr könnt die unten an die Ecke setzen. Wenn ihr über die Blöcke auch Drehungen machen wollt, setzt sie nicht ins Zentrum. Ich benutze die Blöcke tatsächlich nicht für Drehungen, sondern ich arbeite da mit den Reaktionsrädern. Das heißt, was ich jetzt mache, Rechtsklick auf den Block, Lenkschalter einblenden und Gierung, Neigung und Rollwinkel nehme ich raus. Ich habe hier oben auch nur ganz, ganz wenig Monotreibstoff drin. Ich sage es jetzt mal folgendermaßen. Ich persönlich würde damit das Docking hinbekommen, was wir nachher machen. Aber wir wollen ja ein Tutorial spielen und deshalb empfehle ich euch dringend, dass ihr jetzt diesen abgerundeten Monotreibstofftank Stratus 5 nehmt und davon einfach zwei Stück, zwei reichen wirklich, hier hinten nochmal ranpackt. Das gibt euch nämlich ein bisschen mehr Room to Maneuver, um den Namen des neuen Updates mal zu spoilern. Also es gibt euch ein bisschen mehr Puffer. Da sind nämlich jeweils 20 Monotreibstoff nochmal drin. Dann haben wir jetzt 50. Das ist deutlich mehr als der Part, den ich gerade gemacht habe. Und ich muss mich einmal nochmal korrigieren. Das hier ist natürlich jetzt mein Fehler gewesen. Wir müssen hier oben natürlich mit einer Vierfachverteilung bauen, damit ihr alle Winkel gut abdeckt. Also bitte die Thruster-Blöcke für das Reaktionssystem in der Vierfachverteilung anbringen und dann nochmal gucken, dass ihr mit den Lenkschaltern im Prinzip Gierung, Neigung und Rollwinkel ausgeschaltet habt. So, das ist getan. Was wir jetzt noch brauchen als allerletzte Amtshandlung an diesem Gerät sind unsere Solarpaneele. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so weit, dass wir diesmal wirklich echte Solarpaneele mitnehmen. Und nehmen eine Zweifachverteilung mit. Wir nehmen diesmal die OX4L1 mal X oder nehmen wir die 3x2. Ich glaube, wir nehmen sogar die 3x2. Das ist mal eine ganz andere Optik. Zwei Stück davon. Und wenn ihr die nachher ausklappt, wichtig, ihr könnt die nur einmal ausklappen, sehen die jetzt so aus. Das heißt, wir haben hinten so richtig kleine Solarsegel quasi. Und damit wir es nochmal üben, ne? Ständige Wiederholung vertieft das Gelernte. Wir gehen auf Aktion, wir gehen auf Bremsen, wir gehen auf diese Solarpanels, wir machen Ausfahren. Die können auch nichts anderes, weil können sich nicht wieder einfahren. So, also hier im Editor kann man sie natürlich wieder einfahren, aber ansonsten halt nicht. So, sehr schön. Jetzt kommt unter das Ganze natürlich wieder ein Decoupler drunter, denn wir wollen das Ganze ja auch irgendwo in den Orbit schieben. Und wir benutzen als Nutzlastverkleidung eine 1,25 Meter Verkleidung. Ich wurde nämlich zu Recht übrigens von euch darauf hingewiesen, dass die 1,8 Meter Nutzlastverkleidung Teil des DLCs ist. Ich möchte jetzt aber auch hier definitiv nochmal eine Lanze für das DLC brechen. Das DLC ist eine tolle, also wirklich sinnvolle und tolle Erweiterung des Hauptspiels. Und das sage ich nicht nur, weil ich vielleicht sehr große Probleme damit habe, nicht zu viel Kerbal Space Program zu spielen, sondern wirklich für den Preis kriegt ihr tolle, schöne Erweiterungen, tolle zusätzliche Bauteile und auch Optikeinstellungen und eben die ganzen Making History angehauchten, also eher historisch angehauchten Kapseln,
Ich zeige euch das mal kurz. Zum Beispiel diese Zweier-Kommandokapsel MK2, also an Gemini angelehnt, bekommt ihr dadurch. Ihr bekommt, glaube ich, die ganzen russischen Sachen, also die Zwiebel, die Erbse und den Granatapfel. Immer noch eine wundervolle Benamung, bekommt ihr dadurch. Und das sind einfach Teile, die sind es meiner Meinung nach wert. So, Ende der Werbeeinblendung. Jetzt ziehen wir das ganze Ding. Ich habe Shift gedrückt gehalten, dann kann ich mir das ganze Teil schnappen. Natürlich ein bisschen nach oben, denn wir haben ja jetzt, Gott sei Dank, eine ganz, ganz wunderschöne Rakete hier oben eingepackt, mit der wir fliegen können. Und wir können die übrigens auch nochmal benennen. Und zwar Rettungsmission 1. Ich glaube, es ist die erste echte Rettungsmission, die wir fliegen müssen. So, und jetzt machen wir uns dafür nochmal eine Upper Stage Start klar. Also eine Oberstufe, mit der wir fliegen können. Ich glaube, wir müssen es gar nicht so sehr übertreiben. Und zwar wäre mein Vorschlag, wir nehmen hier nochmal quasi ein 400er mit einem Terrier-Triebwerk. Das sind schon mal 1040 Delta V. Das wird ja wahrscheinlich auch außerhalb der Atmosphäre stattfinden. Ist also eine sehr leichte Upper Stage. Und diese leichte Upper Stage ermöglicht es uns jetzt halt in der nächsten Stufe mit relativ wenig Aufwand die ganze Geschichte nach oben zu schieben. Ich nehme jetzt mal zwei FTL 800er. Ich habe wieder Alt gedrückt gehalten, ne? Um diese Duplizierung zu machen, ist, ihr haltet Alt gedrückt, nehmt den Tank, klickt den unten dran. Und wir probieren es mal tatsächlich aus mit einem Schwenkertriebwerk, wie gut oder nicht gut es wird. Und stellen fest, ja, Schubgewichtverhältnis ist mit 1,2 nicht grandios, ist jetzt aber auch nicht wirklich schlecht. Und wir können uns jetzt mal überlegen, ha, was wäre denn auf Meereshöhe? Da sehen wir dann halt, okay, das wird ein bisschen knapp. Verdammt. Aber wenn wir auf Vakuum gehen, sieht es eigentlich ganz gut aus. Und wir sind jetzt auch noch nicht ganz bei der Zahl, wo wir hinwollen. Also wenn ihr mal diese Stage und diese Stage zusammenrechnet, sind wir bei 1831. Also wir sagen mal runde 1800 plus 1040. Wir sagen mal runde 1000. Sind wir bei 2800 Delta V. Da fehlt uns also noch ein bisschen was. Und wie lösen wir das bei Kerbal Space Program ganz klassisch? Natürlich, wir lösen das mit Boostern. So, und wir nehmen jetzt heute hier den Ansatz der seitlichen Booster. Das heißt, wir nehmen zwei Entkoppler. Ich nehme jetzt die mit ein bisschen Abstand, damit wir wirklich sicher sind, dass uns die Tanks oder die Booster nachher nicht in die Rakete reincrashen. Wir nehmen die ungefähr auf dieser Höhe in der Zweifachverteilung quer zu der Richtung, wie wir nachher kippen. Und dann nehmen wir tatsächlich die ganz, ganz großen Booster, einfach um uns das Leben leichter zu machen und zu sagen, ja, passt schon. Wir fliegen jetzt einfach mit der Rakete nach oben und gut ist. Ja, vielleicht kann man die noch ein bisschen mehr nach oben würde ich sie gar nicht machen. Nur gefährlich. Also wir brauchen auf jeden Fall dann noch eine Bugnase oben drauf. Da könnt ihr entweder die nehmen oder die flacheren. Das ist letzten Endes Geschmackssache. Also das wäre die andere Variante. Beide tun ihr Ding. Es ist eine Optikfrage, die ihr euch selber stellen könnt. Zack. So, und jetzt ganz wichtiger Punkt. Rechtsklick. Autostreben gegen das schwerste Teil. Dann sind die schon mal miteinander verstrebt. Und jetzt machen wir das aber so, dass wir die Dinger hier miteinander verheiraten. Und vor allen Dingen auch noch in der Mitte, in einer Vierfachverteilung, die Glücksflossen anbauen. Damit wir ein bisschen Kontrolle haben, auch wenn das mittlere Triebwerk nicht mehr so hart arbeitet. Et voilà. Und dann haben wir hier nämlich 2,38er Thrust-Weight-Ratio oder Schubgewichtsverhältnis. Das ist ein bisschen viel. Wir können jetzt die Schubbegrenzung einfach auf den Boostern mit Rechtsklick mal so weit runterziehen, dass wir hier dann gleich eine Veränderung sehen. Und das reicht im Normalfall, wie gesagt, wenn wir mit 1,5 starten. Also hier wären es jetzt so ungefähr 60% Schub. Und wenn wir das ganze Ding jetzt im Vakuum-Mode betrachten und nochmal grob zusammenrechnen, sehen wir, wir haben hier 2700. Wir haben hier 240. Ich runde jetzt mit voller Absicht immer mal ab. Dann sind wir bei 2900. Und hier haben wir nochmal 1040. Dann sind wir bei 3900 Delta V. Wir brauchen ungefähr 3200 bis 3400 eigentlich, wenn wir vernünftig fliegen. Ich baue extra viel Puffer ein, damit wir auch gediegen und gemütlich mit kleineren Fehlern nach oben kommen. Und zu guter Letzt bauen wir jetzt noch hier die Startstabilisierer an. Ich persönlich würde euch empfehlen, baut die jetzt bei sowas hier noch erstmal von außen an. Ihr könnt die natürlich auch so anbauen. Ihr könnt auch beides machen. Also hier sowas ist auch völlig in Ordnung. Das kann man so tun. Damit kann man fliegen. Und dann kommen wir dazu, das Staging nochmal ordentlich zu machen.
Zack. Also ihr seht, wir haben jetzt hier entkoppeln und zünden. Dann haben wir abwerfen der Booster. Dann haben wir die nächste Stage, um uns in den Orbit zu bringen. Dann machen wir hier irgendwann auch mal das Fairing auf. Und dann fliegen wir zu unserer anderen Kapsel hin. Genau, darauf wollte ich hinaus. Später werfen wir natürlich dann noch alles ab, damit wir sauber landen können. So, jetzt wichtiger Punkt, den ich beinahe vergessen hätte. Das ist natürlich dann sehr ungesund, wenn man das tut. Fallschirme. Davon brauchen wir zwei Stück. Radialfallschirme. Ich gehe jetzt mal etwas näher an die Kapsel, dass man das sieht. Und nehmt einfach zwei Stück mit. Packt die seitlich links und rechts an die Kapsel ran. Dann ist alles geritzt. Dann ist das super gut. Der wichtige Punkt ist, man darf sie halt nur nicht vergessen. Sonst wird es ein bisschen unangenehm insgesamt. So, das Ganze braucht jetzt noch einen Piloten oder eine Pilotin. Wir werden heute mal mit Valentina fliegen und speichern das Ganze nochmal ab. Und wie gesagt, könnt ihr jetzt zum Beispiel wirklich diese Rakete ab hier einfach abtrennen und sagen, hier ab diesem Decoupler oder Entkoppler packen wir das in eine sogenannte Baugruppe hinein. Das heißt, wir nehmen das einfach hier, packen das in die Baugruppe und sagen Leo-Rakete zum Beispiel. Und dann haben wir diese Rakete jetzt als Baugruppe fertig und können die jederzeit in dieser Form einfach wieder als fertige Rakete an eine Nutzlast ranklicken. Dann baut man sie nicht immer wieder. Wichtiger Punkt, ich habe gerade das Staging komplett zerrissen mit der Aktion. Da solltet ihr mal ein bisschen aufpassen, wenn ihr sowas macht. Also Sachen nochmal abbauen und wieder anbauen. Das kann potenziell sehr, sehr, sehr gefährlich sein, weil euer Staging komische Sachen macht. Also nochmal alles durchkontrollieren. Zack, seitliches Staging, zack. Hier brauchen wir jetzt nochmal den passenden Decoupler. Ihr seht, dass die immer aufleuchten, wenn ich drüber gehe. Wo passen die zueinander? Oben sieht das dann auch nochmal gut aus. Sehr schön. Und hier oben ist auch okay. Und man kann die jetzt noch trennen. Zack, zack. Valentina ist drin. So, alles ist gut. Das heißt, wir fliegen jetzt in den Orbit rauf und gucken, dass wir unseren Kollegen erstmal einfangen. Das wird unsere erste Aufgabe. Aber auf dem Weg dorthin erkläre ich euch quasi mal ein bisschen was zu den Dingen, die sich verändert haben in der 1.7. Gerade wirklich im Fluginterface sich auch deutlich verändert haben. Das erste, was euch auffällt, ist vielleicht ein neues Symbol hier oben, was ihr so noch nicht kanntet. Da kann man zwischen der klassischen Messhöhe einstellen. Also so war das immer, das ist at sea level, also zum nautischen Null gemessen. Wie ihr seht, sind wir 105 Meter hoch. Zum Boden gemessen sind wir allerdings nur 35 Meter hoch. Das könnt ihr jetzt mittlerweile umstellen, so wie ihr das lieber hättet. Genau, kann interessant sein, gerade wenn man Konturenflug mit einem Jet machen will, ist das im Gebirge immer ein bisschen ungünstig, wenn man zum nautischen Null misst. So, ansonsten machen wir den Klassiker, das kennt ihr auch schon aus dem Rendezvous. Wir nehmen uns das Ziel, was wir anfliegen wollen. Und wir werden als erstes mal, ich denke, die Wissenschaftspunkte holen. Einmal draufklicken, als Ziel setzen. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten, dass diese ganze Geschichte in unsere Nähe kommt. Die sind jetzt sehr weit weg. Das ist gerade nicht so eine gute Konstellation. Wir sind hier hinten. Okay, wir können jetzt auch einfach in niedrigen Orbit tatsächlich gehen und uns versuchen, ihn abzufangen. Also als Ziel gesetzt ist er. Wir starten jetzt einfach erstmal in Orbit, also ganz klassisch auf die 90 Grad in den Orbit. Und ich zeige euch jetzt schon mal was. Hier unten gibt es einen neuen Modus, der heißt Manövermodus. Und wenn ihr den anklickt, seht ihr mittlerweile relativ gut, wie eure Umlaufparameter und so weiter aussehen. Das wird sich gleich ändern, wenn wir starten. Dann sollten wir eigentlich angezeigt bekommen, wie weit wir mit der Apoapsis schon sind. Da muss man nämlich nicht mehr immer auf die Karte gucken. Aber das sehen wir jetzt gleich. In diesem Sinne 2-1 Risiko. Los geht's. So, und ihr seht, unsere Apoapsis ist jetzt schon 140 Meter hoch. Wir haben schon richtig was geschafft. Wir klippen wieder ganz leicht nach links, also auf die 90 Grad, nach rechts, Entschuldigung, auf die 90 Grad zu. Und ihr seht jetzt, wie sich das alles verändert. Ihr seht hier Informationen zu eurer Umlaufbahn, wie ihr langsam aufsteigt. Ihr seht insgesamt, wie viel Delta V ihr noch zur Verfügung habt. Das steigt jetzt natürlich massiv, weil wir aus der niedrigen Atmosphäre rausgehen. Und wir können jetzt gleich mal ein bisschen das Triebwerk schon mal zurückregeln auf einen Viertelschub oder sowas. Wir haben mehr als genug Druck durch die Booster drauf. Und wir halten jetzt einfach den rechtläufigen oder Prograde über Valentina. Das kann sie machen. Und ihr seht, dadurch, dass wir den Schub jetzt runterziehen, geht der Festtreibstoff schneller alle. Und wir steigen gemütlich auf. Es gibt hier noch ein paar andere Detailinfos. Also wie viel Neigung haben wir? Ausdruck der Periapsis müsste das sein.
Argument der Periapsis, den Längengrad des aufsteigenden Knotens, die Mittenabweichung. Ah ja, die Mittenabweichung, was auch immer. So, und hier haben wir dann später Informationen, wenn wir unsere Annäherung fliegen. Für den Aufstieg ist tatsächlich die Umlaufbahn-Info relativ interessant. Die hilft euch nämlich wirklich gut zu erkennen, wie weit seid ihr denn schon. Guck mal, wir haben schon 40 Kilometer Apoapsis, also wir sind sehr, sehr, sehr schnell unterwegs und können uns gleich darüber freuen, dass wir wirklich auf den Boostern schon einen Großteil geschafft haben. Ist ein nicht ganz idealer Aufstieg, den wir fliegen, aber für unsere Verhältnisse und den ganzen Puffer, den wir haben, völlig ausreichend. Und wir müssen auch relativ hoch steigen, tatsächlich. Denn wir wollen ja diese Rakete in der höheren Umlaufbahn erreichen. Ist also gar nicht so schlimm, dass wir jetzt hier mit einem etwas aggressiveren Steigwinkel rangehen. So, ich dekapple jetzt die Booster. Die fliegen ganz gemütlich nach hinten weg. Und wir fliegen weiter in unsere Umlaufbahn. Jetzt kann man natürlich den Schub auch wieder erhöhen. Ich lasse ihn mit Absicht jetzt gerade mal ein bisschen niedriger, sodass wir bei plus minus null Geschwindigkeit sind, damit die Rakete einfach auch ihre Drehung machen kann. Ich zwinge sie sogar mal ein bisschen flacher, weil wir eigentlich ganz gut unterwegs sind schon. So. Dafür ist es immer ganz gut, den Stabilitätsassistenten auf einfach halten zu stellen und nicht nur auf Prograde, weil sonst zieht er natürlich wieder hoch. So, und jetzt haben wir eigentlich auch sogar schon den Punkt erreicht, dass wir sagen könnten, och, ist da was? Das Fairing kann schon mal weg. Ich habe das jetzt ein Staging runtergezogen. Mach das jetzt schon mal auf. Zack, dann ist unsere Rakete schon mal befreit und gehe jetzt auf Vollschub, damit wir aus der Stufe einfach auf den Horizont noch so viel wie möglich rausholen. Denn die Apoapsis, seht ihr, ist schon sehr, sehr gut auf einer sehr angenehmen Höhe. Und jetzt müssen wir eigentlich die Rakete nur noch in den Orbit bringen. Genau, das ist eine der Anpassungen. Dieser neue Manövermodus, mit dem kann man mittlerweile relativ viel Informationen nochmal rausziehen und sieht halt einfach, wo man gerade so ungefähr steht. Und zusätzlich hat sich dann eben auch nochmal was an dem Manöver-Editieren an sich geändert. Da gucken wir aber gleich drauf. Und ich denke, die Annäherungsinfos, das werden wir in der nächsten Folge uns nochmal detaillierter angucken, gerade wenn wir das Docking vorbereiten. So, Raketenstufe ist ausgebrannt. Wir gehen auf die kleine Stufe, denn wir sind noch nicht ganz in der Umlaufbahn angekommen. Wir brauchen natürlich auf der Periapsis auch einen positiven Wert, damit das hier nicht völlig in die Hose geht. So, und ich gehe jetzt sogar ein bisschen mit der Nase nach unten. Trifft es ganz gut, damit wir nicht zu weit nach oben gehen. Und mache jetzt erstmal aus, bis wir auf die Apoapsis gecoastet sind, damit wir dort zirkularisieren können. So, jetzt können wir mal gucken. Ich drücke jetzt mal B. Ach, ein magisches Event. Unsere Action Group wird gezündet und wir haben unsere Stromversorgung aktiv. Das ist auch eine super Sache. So viel Batterie haben wir nämlich nicht. Deshalb können wir gleich rechtzeitig gucken, dass unser kleines Raumschiff sich mit Strom versorgt. Die drehen sich jetzt natürlich auch sauber in die Sonne. Und guck mal, sieht doch sogar gar nicht so schlecht aus. Ich gehe auf Prograde jetzt mal und hau jetzt mal den Zeitraffer rein, bis wir kurz vor unserem Manöverpunkt sind. Und ihr seht, da hinten ist das Minmus Relay. Da sind die Wissenschaftsdaten, die wir holen wollen. Die müssen wir jetzt kriegen und wir müssen jetzt unsere Periapsis mal so ungefähr auf 170 Kilometer bringen. Das können wir jetzt auch tun. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Das geht von hier oben eigentlich relativ flink. Ihr seht das hier, wir haben noch 5 Sekunden bis zur Apoapsis, also eigentlich der ideale Punkt. Und wir haben jetzt eine Periapsis von minus 360 Kilometer. Das heißt, wir würden natürlich auf den Planeten zurückstürzen. Und durch unseren Burn hier ziehen wir die jetzt gerade auf die richtige Höhe, um dann insgesamt in aller wunderschönen Ruhe uns das Manöver rauszusuchen, mit dem wir die andere Kapsel besuchen. Wir werden gleich ein bisschen auf die Orbital-Infos noch eingehen oder auf die Orbit-Informationen, sobald dieser Burn vollendet ist. Und auch hier oben im Weltall könnt ihr jederzeit umschalten und sagen, ich würde jetzt aber mal gerne wissen, aus welchen Gründen auch immer, das ist völlig euch überlassen, wie viel Abstand ich eigentlich zum Boden habe, statt zum Meer. Unterscheidet sich bei uns jetzt gerade insignifikant, weil wir über dem Meer sind. Da bringt das natürlich nicht so viel. Aber da könnt ihr von oben die Höhe von Bergen vermessen, wenn ihr glücklich seid. So, wir haben jetzt noch einige wenige Meter pro Sekunde zu machen, bevor wir in einer entsprechenden Umlaufbahn ankommen. Wie gesagt, Periapsis von 176 ist unser Ziel. Also bei ungefähr 170 werde ich gleich mal ausmachen. Ah, ich muss ein bisschen aufpassen. Ziehen unsere Apoapsis auch schon relativ hoch, aber ist nicht so wild. Okay, ist egal. Passiert. So, noch ein bisschen.
Und wir sind. Ich muss mal kurz überprüfen, wie sich das so angleicht. Ah, das wird jetzt ein ziemlicher Gewaltakt, sonst wird es jetzt nicht ganz so hochziehen. Aber guck mal, wir sehen sogar schon, dass wir unsere Zielposition beim Schnittpunkt haben. So, und jetzt zeige ich euch mal die Anpassung im Manöverpart. Also, wir können immer noch Manöver hinzufügen und dann entsteht dieses neue Fenster. Dieses neue Fenster gibt uns die Möglichkeit, hier eben auch Werte per Hand einzutragen. Oder eben hier, wenn ihr den Manövernote nicht gut zu fassen bekommt, wirklich auch zu arbeiten. Also ihr könnt hier an den Nupsis ziehen, so wie ihr das vom normalen Manöver auch kennt. Und könnt euch dann halt wieder angucken, was habe ich denn jetzt hier eigentlich eingestellt. Ihr könnt aber auch einfach reingehen und sagen, hier ist wieder 0, zack. Und hier ist wieder 0, zack. Und dann ist mein Manöver halt wieder auf 0. Das sind die neuen Möglichkeiten, die ihr erhalten habt. Und ihr seht hier eben auch, wie eure Annäherung beim nächsten Mal aussieht. Also, dass ihr beim nächsten Schnittpunkt 205 Kilometer voneinander entfernt seid und beim Schnittpunkt darauf 401 Kilometer, sondern dass wir eine 26 Grad Abweichung, 27 Grad Phasenwinkel. Das ist aber, glaube ich, eher der Winkel hier, wenn ich das richtig interpretiere. Weil wir haben keine Neigung in dieser Stärke. Genau. Und hier können wir jetzt im Prinzip händisch an unserem Manöver rumspielen oder eben auch nicht. Was ich jetzt mal mache als Vorbereitung zum Beispiel ist, ihr seht das hier auch. Wir wollen jetzt nach innen den Orbit rumziehen. Das wäre zumindest so mein Plan. Und jetzt gucke ich mal, ob der so funktioniert. Dann seht ihr, wie unsere Begegnung hier, nochmal Rechtsklick drauf, da seht ihr das, wie die sich dadurch annähert. Ist nicht wundervoll. Ich mache jetzt ein Rendezvous direkt aus dem Aufstieg. Zack, und ich ziehe das jetzt schön runter. Auch hier funktioniert wieder das Mausrad. Also ich halte jetzt hier die Maus rüber und gehe ganz vorsichtig mit dem Mausrad nach oben in meinem ganz konkreten Fall jetzt, um zu gucken, wie die ideale Annäherung aussieht. Und die sieht aus wie knappe, ja, 10 Kilometer, 9 Komma. So, dann haben wir das wieder erledigt. Und dann ist alles wieder so, wie ihr es kennt. Ihr habt das ganz normale Manöver wieder auf eurem Navball drauf. Könnt das also entsprechend fliegen und haben jetzt hier unten auch eine bessere Anzeige, wann wir zünden müssen und wie. Und das tun wir jetzt. Zack. Und fliegen dieses Manöver zu Ende, damit wir in der nächsten Folge uns dann damit beschäftigen können, wie wir uns unsere Wissenschaftsdaten zurückholen. Und wie ihr seht, haben wir hier so eine kleine Trennung. Da wird euch jetzt schon mal angezeigt, ja, hier ist gleich Ende Gelände. Also hier ist der Treibstoff einfach zu Ende. Wir müssen jetzt also stagen und fliegen dann den Rest des Manövers mit der nächsten Stufe zu Ende. So, das machen wir jetzt ganz vorsichtig. Und damit haben wir mal einen ersten kleinen Überblick, was eigentlich sich geändert hat in der 1.7er-Version. Und wir werden natürlich das Tutorial ab jetzt mit der 1.7er-Version auch weiterspielen, damit ihr da up to date seid. Ansonsten vom ganzen Flugverhalten her hat sich bis auf bei einigen sehr kleinen Triebwerken, die wir noch nicht weiter benutzt haben, da sind Werte angepasst worden, nicht so viel geändert. Und daher ist alles ganz gut im gleichen Bereich für euch geblieben. Die Raketen, die wir bisher gebaut haben, die sollten auch weiterhin funktionieren. Und damit sage ich bis zur nächsten Folge erstmal Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert.